Er will nur wieder dazwischen quatschen. Das ignorieren wir. Also, wir haben hier Hähnchenfleisch vom Vortag. So, ja? Also, das Problem, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber, kein Aber, ich habe keine Ahnung. Also, guck mal, also, wir werden irgendwas mit Nudeln und Hähnchen machen. Aber was soll ich? Habt ihr das eigentlich gerade gehört? Die Gidon hat gesagt, er möchte mein Pupsloch massieren. Nein! Doch, hat er gesagt. Und danach? Und danach möchte er meinen Anus mit seiner Zunge verwöhnen. Ja, davon träumst du doch nur. Ja, davon träume ich nicht, ich finde das ekelhaft. Anus? Also, wir haben Reste vom Hähnchen. Was machen wir da? Ja. Also, Hähnchenreste. Was kann man da machen? Hühnerfrikassee oder so? Habt ihr Erbsen aus oder so? Wir gucken jetzt mal, dass wir was draus machen, obwohl wir jetzt eigentlich so gesehen ja nichts da haben. Also, diese Hausmittelchen, die man wirklich zu Hause hat. Nicht, was Köche euch erzählen, was ihr generell zu Hause habt. Dann nehmen wir uns erstmal ein Hähnchen, nehmen dann noch ein bisschen auseinander. Das wäre doch. Hätte er vorher rausgezogen. Hätte sich erschossen. Noch viel schlimmer. So, weiter im Text. Hähnchen. Also, wir haben jetzt kleine Männchen, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Was passt immer gut zusammen? Also Hähnchen. Das heißt, wir bräuchten so einen Tintenschärfe wäre jetzt zum Beispiel interessant. Ich weiß nicht, habt ihr Schinken zu Hause? Wahrscheinlich nicht, ne? Die meisten nicht. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich welche dann habe. Also zu Hähnchen passt sehr gut. Hähnchen passt irgendwie eigentlich zu allem. So, haben wir hier, habe ich noch ein paar über. Das könnt ihr zu Hause auch weglassen. Das sind so kleine Chili-Ringe. Die sind von einer. Leck mich am Arsch. Ein bisschen Chili. So, Hähnchen. Das heißt, wir brauchen auch noch etwas unterstützenden Hähnchengeschmack eigentlich. Was ist das hier? Hühnerbouillon. Sowas hat jeder im Haus, oder? Das können wir nehmen, weil sowas hat jeder im Haus. Immer. Ja, kann man machen, weil, wie gesagt, gucken wir mal eben hier. Was ist das denn? Zwiebeln und Kartoffeln sollte man in meinem Haus haben. Jetzt hab ich dich erwischt. Wieso? Du musst deinen Kalender umstellen, da steht noch Juli drauf. Oh! So, also Zwiebeln hat man normalerweise, also Zwiebeln und Kartoffeln hat man eigentlich auch immer im Haus. Also ich gehe da. Da fängt immer an, was ist denn das für eine Scheiße hier? Ich bin nicht mal in der Nähe. Also, das ist ey, du brauchst mal nicht mal in den Augen weh, das gibt's doch gar nicht. Am besten eine Taucherbrille angezogen. Geh weg! Scheiß was für ein Zeug, ey. Dass man überhaupt irgendwas macht. Ja. Hier ist jetzt auch Staub drauf. Jetzt. Ja, das brennt immer noch. Das ist doch gar nichts mehr hier.
Können mir meine Füße stehlen, Fotzen, ey. Ich hätte, also wenn jemand auch ein Geschenk für mich hat, braucht oder mir eine Freude machen will, ich hätte gerne einen Fangbänder, wo mein Name drauf steht. Mein Mann steht nämlich jetzt drauf Ikea. Was ist denn ein Pfandwender? Ein Automat, wo der Pfand rein wirft und der auf dem Kopf steht? Nein, du kannst den Pfand damit wenden. Ach so, ja, das ist gut. Ich kann dir das gerne demonstrieren. Wenn du jetzt hier eine Flasche hast und diese Flasche befindet sich auf dieser Seite, dass das Logo nach unten guckt, kannst du mit dem Pfandwender runtergreifen und die Flasche umdrehen, sodass das Logo oben ist. Dumme Sprüche, dumme Antwort. So, also, ein bisschen hier abrappeln, die ganze Scheiße. Na schön, schön die Zwiebeln. Das ist ja, eigentlich, du musst ja, wie ich ja schon gesagt habe, du musst gar nicht kochen können. Wenn du willst, dass eine Frau denkt, dass du kochen kannst, einfach Zwiebeln anbraten. Funktioniert immer. Nur immer dran denken, wenn du ein Diät hast oder so, komm nicht auf den Trichter. Beziehungsweise sei nicht so blöd und tu überall Knoblauch an. Boah, das sind ja frische Zwiebeln hier. Was ist denn das? So, einmal kurz ein klein bisschen anschwitzen, die ganze Kacke, den Ruckzuck. Ich fange aber auch schon an, ich sage auch immer so, ja, dann ist alles ruckzuck gemacht, dann ist nicht ruckzuck gemacht. Steh jetzt hier, wenn ich auf Eieruhr gucke. Steht auch schon wieder eine Viertelstunde Ruhe. Da geht nichts schnell. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ihr werdet es wahrscheinlich auch so gesehen haben, ob es jetzt Zwiebeln schneiden ist oder Hähnchen auseinanderfrickeln ist, mal so sehen. Ihr seht da so ein 20 Sekunden Schnipsel oder so. Und in Wirklichkeit habe ich hier fast 10 Minuten gestanden. Ne? Gucken, dass wir ein bisschen Rüststoffe dran kriegen. Hatte ich jetzt einen Löffel, ja. Das ist die Realität, die war mein Lokal. Die Kameraleute filmen uns schon und dann haben wir 10 Minuten verpasst. Ah, ach komm, muss gut sein. Ah, das riecht jetzt aber gut. Zwiebeln, riecht ein bisschen nach Hähnchen. Oder wie bei Gieschen Postmann, da kommt ein fetter Typ, schweißverschwitzt da hochgenommen. So, mach ein bisschen Mahl damit. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Einfach mal alles zusammenkippen. Schön, nehmen wir Milch drüber. Anstatt Sahne nehmen wir dann Milch, wie ich ja sagte. Ne? Geschmacklich einfach, nee. Wir brauchen zum Beispiel, Salz wäre zum Beispiel schon ein Quatsch. Aber ein Schuss Zitrone. Warum? Frische. Funktioniert immer. Oh, das riecht aber eklig. Das riecht aber eklig. Und es ist halt überhaupt nicht gebunden. Das kommt schon noch. Ne? Muss ja jetzt erstmal noch ein bisschen vorsichtig rumdröseln. Jetzt bin ich wieder rumgedrüppelt. Wenn man Ahnung gehabt hätte, die Zitrone hat die Milch zerstört. Stimmt überhaupt nicht. Hier habe ich mein Getränk. Aufpassen. Ein guter Apfelsaft. Erfrischend. Nennen wir einfach mal. Oh, Moment mal. Du kannst doch kein Essen machen ohne ein bisschen Pfeffer. Nicht? Das hätten wir jetzt auch sparen können. Ja, ich hätte mir das wirklich sparen können. Das war totaler Blödsinn. Ich weiß. Du bist zu alt. Da ist mein Urgroßvater schon draufgestiegen. Dein Urgroßvater ist auf sehr viel draufgestiegen. Du wirst auch. In Stalingrad. Interessant. Interessant. Wirklich interessant. Könnte ein bisschen Salz dran. Riecht halt ein bisschen ungebrannt. Ein bisschen Salz dran. Sieht immer nach so viel Salz aus, aber aus dem Salzstreuer kommt ja gar nicht so viel raus, wie man denkt. Nehmen wir hier Stufe 3 von 9. Bisschen heiß. Das ist genauso wie wenn du so eine kleine Wix-Soße machst.
Ja? Das reicht. So, also geschmacklich ist das Hähnchen nicht. Hähnchen nicht? Hähnchen? Nee. Hähnchen? Nee, Moment mal. Hähnchen? Hähnchen nicht? Ich habe echt keine Ahnung. Geschmacklich ist es gar nicht so schäbig. Geschmacklich ist es gar nicht so schäbig. Die Sache ist halt, es muss so ein bisschen vor sich hin düngeln eigentlich. Dafür haben wir zum Glück so ein kleines Deckelchen. Hier doch noch eine zweite Zwiebel reingekommen. Schreibt das auf. Also. Der Pfeffer. Den Pfeffer merkst du. Ja? Ein ganz kleines Schüsschen von dem Gedüngel. Milch haben wir noch einen Schuss über, falls wir noch ein bisschen was brauchen. Das hat auch so tun, ne? Ja, eigentlich schon. Ich denke, dass das einfach hier ein klein bisschen Zeit braucht. Dann schmeckt das. Ich hätte natürlich, ich Idiot hätte, warum ist hier schon wieder so dreckig? Ich mache sauber, 5 Minuten später, ne? Ich könnte kotzen. Ich könnte einfach kotzen. 5 Minuten später kriegst du die Krise. Mach jetzt schon einen Schuss hier rein, oder? Kleines Stößchen nochmal dazu. Richtiges Durchrühren, damit es sich auch verteilt. Die alte Wichssuppe. Ja. Wird das hier nicht so einschneidig, eintönig, einseitig? Muss ich jetzt noch kurz überlegen. Einseitig Jetzt dann. das Gericht. Hähnchen mit Milch. Milch, Zwiebeln, Zitrone. Ja, kann auch einen Schuss Zitrone rein. Für ein bisschen. Nur ein Spritzer. Ein Spritzer ist kein. Moment mal. Ein Spritzer ist weniger als ein Schuss. Aber, 3 Spritzer ist mehr als ein Schuss. Da sagst du was? Ein Abrieb von einer Zitrone wäre schön. Haben wir eine Zitrone da? Und die? Und die antwortet nicht. Schließ auf den Schlauch. Ein Abrieb von Zitrone. Das wäre dann schlecht. Das gibt Ja, wenn man ein bisschen feiner ist, dann ist so, das nicht so ja, schlecht. genau. Wenn man Zitrone da hat, wenn nicht, macht ihr noch mal nette kleine. Ist ja direkt dran. Macht ihr noch ein nettes kleines Schüsschen Zitrone, Zitronensaft vor allem dran. Ich habe jetzt die Zitrone da. Du musst natürlich keine Zitrone da haben. Schön wenn, aber wenn nicht, ist auch okay. Ist überhaupt was rausgekommen? Nee. Was ist das für eine scheiß Reibe? Jamie Oliver kann mich mal in seiner krummen scheiß Engländerfresse lecken. So. Wie gesagt, muss kein Zitronenabrieb reinmachen, aber. Au! Er fliegt überall hinaus an der Pfanne. Wie gesagt, musste nicht, kannst da. Ich kann es jetzt gerade, weil ich keine Zitrone da habe, aber sind wir mal ehrlich, wie viele Leute haben immer Zitrone zu Hause? Man muss aber ganz ehrlich sagen, wer hat denn immer eine Zitrone? Also das gilt schon mal nicht. Ne? Aber die Nudeln jetzt rein. Da ist ein Nudelchen hingefallen. Willst du das Nudelchen ab? Willst du das ab? Nein? Weißt du was? Halt die Fresse. Ein Blitz, ich bin nicht traurig, mein Schrott. So,
mal gucken, um den kochen. Sehen mal hier unter dem Deckel. Oh, das sieht ja widerlich aus. Jetzt hat er reingeschissen. Hier sieht man noch ein bisschen, ne? Das haftet hier so ein bisschen an dem Hähnchen. Alles. Ein bisschen heiß. Nehmen wir mal hier unsere leichte Flüssigkeit. Ja, schmeckt ein Hähnchen. Nehmen wir hier so ein Hähnchenstück, also mal hier so ein Hähnchen mit Zwiebel. Hähnchen mit Zwiebel und sowas hier, alles mal auf einem Top hier. Ah, man muss differenzieren, weil Lidl ist der Flasche, der aus 100% recycelten. Die Flasche, aber nicht der Deckel. Ist okay. Klein bisschen. Ich hätte einen Ticken weniger Chili nehmen können. Ach so, okay. Aber du musst das ja so sehen. Und wenn das mit dem Hähnchen so hast und sich das mit den Nudeln vermauschelt, die sind ja auch nochmal feucht, dann ist das ja nicht mehr so intensiv. Dann geht das eigentlich auch wieder. Oder nicht? Also, Nudeln eben zu Ende kochen. Mindestens. Da habe ich ja dann keine, da habe ich ja dann keine Arbeit mit, wenn Werbung läuft. Da brauche ich ja nur ein Video anpacken. Sind die Nudeln denn auch noch al dente? Nein! Al dente gibt's bei mir nicht. Weil hier ist, hier, hier ist immer hinten Dreck. Balkon ist auch Dreck. Aber, du hör mal, eins sage ich dir, Balkon macht mir keine Arbeit. Da gehe ich in den Keller, hole den Schlauch mit der Spritze dran. Und dann nehme ich hier mal eben hier Schuhe und Tisch weg und dann gib ihn. Einmal rundherum. Du könntest den Balkon auch einfach wegsprengen. Nö, wir können ja nicht mehr draußen sitzen. Aber ich sag dir da, ich mache mir keine Arbeit. Ich hole den Schlauch aus dem Keller und dann spritze ich einmal komplett weg. Dann ist Feierabend, dann ist alles sauber. Kannst du ja auch so einen Klettergurt in der Küche festmachen und hängst du draußen so aus dem Fenster. Ehrlich, ich hab das letztes Mal auch so gemacht. Hab ich den Schlauch geholt, da draußen gestellt, in der Regenjacke und einmal komplett abspritzen. Fertig. Da freut sich der Nachbar unter dir. Es gibt doch keinen Nachbarn unter mir. Ach, das ist doch nicht der erste Balkon. Ja, ich bin Erdgeschoss hier. Deswegen muss ich ja nur fünf Stufen zur Treppe, zur Haustür laufen. Das wäre ja geil, wenn ich dann auch unter dir wohnen würde. Ich würde es genauso machen. Kannst du ja. Das haben wir am Anfang gehabt, weil die Regenrinne verstopft war. Da sind auf den ganzen Balkons der ganze Siff von der Regenrinne runtergeknallt. Alte Scheiße. Das war eine Sauerei. Al dente. Mensch, willst du eine Hude? Ich hab die Nudel auf den Hund geworfen, der Hund hat die Nudel im Fell am Ohr. Komm mal her, du hast die Nudel am Ohr. Hier, guck doch mal hier am Ohr. Hier. Was ist denn? Ist denn ein Fell geflogen, Doofmann? Ja, Dente, eklig, ne? Das ist so geil, es klebt dem Hund im Fell und der sucht überall. Ne? Werfen wir weiter weg hier. So, nur eine Nudel, ein bisschen Hartweizen grüß, ne? Naja, ein Hund, der bewegt sich auch nicht mehr schneller als er muss. Jetzt im Moment nicht, so Mittagszahl. Nach dem Motto für das Video langsam. Der kann auch immer noch schneller. Ja, sein muss. Ja. So. Dann pack ich auf dem Herd, Idiot! So! Gut! Die Nudeln müssten irgendwas machen. Der Hund denkt sich jetzt auch, das soll jetzt alles gewesen sein, wegkrubbelt er. Wollte mal kurz noch auf meinem Telefon gucken. Also, Nudeln sind fertig. Jetzt gucken wir mal eben, was unser Elend von Hähnchen sagt. Jetzt weiß ich wieder, warum ich den normalerweise nicht mitmachen lasse.
Red mal. Redet. Der Mann redet mir immer irgendeine Scheiße ins Video. Er redet mir immer irgendeine Scheiße ins Video. Ich muss nachher wieder rumschneiden, weil er immer so ein Zeug erzählt hier, weißt du? Völlig. Das ist ja nervig. Wie willst du die Leute Links schicken? Wie willst du die Leute denn erreichen? Auf die Gidodels-Kanal. Da gibt's eh den besseren Content. Ich weiß. So, also hier ein Hähnchen und ein bisschen Flüssigkeit und so konzentriert. Oh, sehr konzentriert. Oh, sehr intensiv. Ich hatte die Nudeln jetzt ausgemacht. Hoffentlich sind die jetzt hier auch. Ja, ruhig genug. Ja, wird schon klappen, ne? So, zurück die Schuhe. So, dann können wir jetzt mal sehen, wie die ist. Nehmen wir uns wie immer ein bisschen weniger, weil ich bin immer der Meinung, wenn du sowieso alleine isst, dann nimm dir doch lieber einfach mal weniger und nimm dir doch einfach noch ein zweites Mal. Es nimmt dir auch keiner weg, wenn du alleine bist. Warte mal ab, wenn die Soße drauf ist, dann geht's wieder rund. Flick! Fotze. So. Dann gucken wir, dass wir unser Pfannen, Hähnchen, Gemüse. Das kennst du scheißegal, wie es heißt. Schön mit drauf. Das Flüssigkeit auch noch schön. Etwas kommt von unserer konzentrierten, stark, also deutlich einreduzierten Flüssigkeit. Ne? Ja, ja, genau. Hier ein bisschen dazu. So, jetzt. Jetzt rutscht das hier auch schon wieder so um. Gefällt mir gar nicht. Keine falschen Bewegungen. Hol das mal eben Giebelchen. Das heißt, dass nämlich nachher wieder. Ich würde das ja nicht essen, was ich mache. Mach ich wirklich gerade gar nicht. Für ein Fotofenster, dann mach ich's ja. Ja hier, Nudel, Hähnchen, Gedöns. Ah, man merkt die Zitrone. Ein bisschen deutlicher, ja? Aha, ja, heiß. Mhm. Gut. Ja, ist ganz lecker. Wie gesagt, ein Tick weniger Chili. Aber sonst geht's. So, jetzt haben wir sehr viel Zeit totgeschlagen, die Küche zugesaut. Dann kann ich ja wieder gehen, ne? Verpisst euch. Ups, jetzt wunder dich mal nicht, dass du hier nur Füße siehst. Heute kriegst du in der Tat nur Füße zu sehen. Und entscheidend ist, was machen diese Füße? Schau mal ganz kurz. Wichtig ist für diese Übung, dass du schaust, dass deine Füße nach vorne schauen.